Ja, Freunde des Tages, herzlich willkommen zurück hier aus Dukatia City zu Pokémon Hardgold. Ich muss erstmal rausgehen, damit ich das jetzt endgültig so zoomen kann, dass ich ganz genau weiß, wo das Bild aufhört. Ja, nur einmal weiter zoomen. So. Wie gesagt, hier machen wir nichts mehr. Habe ich ja alles schon im letzten Part beschlossen. Hier können wir, glaube ich, auch noch nicht so viel machen. Meine ich zumindest aus Erfahrung. Also es ist ja die größte Stadt in der gesamten Region, denke ich mal zumindest, dass das auf diese Stadt zutrifft. Naja, ein Bill, der ist gerade hier, nämlich hier, der ist nämlich ein Pokémon Center in Teak City, ja, den wird man da besuchen. Ja, mein großer Bruder Bill hat dieses ganze Lagersystem erfunden, deswegen bist du Trainer, ja. Also wie gesagt, hier gibt es so eine Sache, es gibt halt so eine Untergrundverbindung. Ja, das ist wieder Clarin. Oh, sieh mal an, LP, du kommst wie bestellt. Hier in der Dukatia-Passage gibt es einen Kostümierungsladen. Dort kannst du deine Pokémon mit Accessoires ausstatten und deine Erinnerungsfotos aufpeppen. Und das hier ist ein Modekoffer. Du bist sicher schon ganz wild drauf, was? Ja, 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 ist gut, krieg ich wieder ein. Hier, ich schenke ihn dir. Ja, muss das ist alles an Generation 4 anpassen, in Generation 2 gab es das noch nicht. Wir waren einfach alle Accessoires, die du da als Modekoffer auf. So, ich muss langsam weiter, man sieht sich. Voll der unnötige Scheiß. Ja, da unten gibt es diese praktisch Geschäfte, die es damals, glaube ich, nicht gab. Und Trainer? Okay, strange. Wurde aus der Spielhalle herausgeworfen. Das ist doch gar keine Spielhalle. Eine Spielhalle beinhaltet mehr Spiele. Und er hat so einen Roboter-Pikachu, das sieht schon strange aus. So, versuchen wir es am besten nicht mal, weil das Ding ist nämlich Gift, vom Typ Gift. Und das ist sehr gefährlich. So, wir müssen mal wieder mit nachnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das effektiv ist gegen Gift. Ne, dann ist anscheinend Unlicht nicht effektiv, weil eins von den beiden war auf jeden Fall nicht effektiv. Haben wir aber wieder gut gemacht. Ich lese da mal Selma, aber Selma ist das definitiv nicht. Es ist Slimer. Eine schleimige Angelegenheit nach wie vor. Ach, probieren wir es einfach mal selbst. Kann ja nicht schaden. Ja gut, also wenn es nur Härte einsetzt, dann ist das doof. Da geht daneben. Ja, kannst gerne weiterhin versuchen. Das funktioniert bisher ganz gut, was ich da so vorhab, aber ja. Man möchte ja auch vorankommen irgendwie. Das ist natürlich etwas langsamer. Und dauert daher auch länger. So, jetzt kriegen wir ziemlich viele Erfahrungspunkte, weil es nicht aufgeteilt wird. Ganze 211. Ja, das als viel betrachtet. Blutsauger, endlich mal so eine Attacke. Ja, das freut mich natürlich. Ja, vergesst Stachelspore, Leute. Es gibt natürlich noch bessere Käferattacken, oder ist es Gift? Ich weiß nicht. Ich kann diese Attacke aktuell keinem Typ zuordnen. Grummel, so. Der ist jetzt traurig. Ja, sieht auch alles sehr strange aus hier unten. Ja, warum müssen solche Freaks eigentlich hier unten sein? Okay, ist jetzt Schlurbein. Da mal los mit Blutsauger, endlich kann ich denen mal was abziehen. So, das geht glücklicherweise daneben. Ja, gut, wir sind jetzt nicht so stark gegen das Teil. Zumindest nicht mit Ant-Man. Also daher müssen wieder die typischen
Spezialisten auf der Gehaltsliste dafür sorgen, dass wir hier gewinnen. Ja, das ist auch so doof. Geist ist gegen Geist auch sehr effektiv. Und es hat keine Wirkung, weil es ein verdammtes Normal-Pokémon ist. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Gut, dann müssen wir uns natürlich zurückziehen. Ist es nicht auch vom Typ Wasser? Ich meine, es hat eine Zunge und Zunge, da ist viel Wasser drauf. Okay, es versucht sich mit dem Trick am Leben zu halten. Das ist mehr oder weniger gut. Aber nicht gut für uns. Gut, scheint noch vom Typ normal zu sein. Freut mich. Mit was setzt eigentlich der Schneider an? Mit seiner unfassbar scharfen Zunge oder was? Vorsicht, man kann sich daran schneiden, liebe Kinder. Ja, das reicht noch nicht ganz für Level 21. Wir versuchen es auf Abstand zu halten, das ist sehr wichtig. Ja, vielleicht lässt sich hier noch mehr machen. Ja, hier sind noch ein paar andere von diesen Gestalten hier. Ja, vielleicht schaffen wir es ja, unseren guten Endman auf Level 15 dann zu haben. In der Arena. Oder während des Arena-Kampfs. Warum kommt er mit solchen Pokémon wie Magnetilo? Ja, toll. Also, da kann ich mich jetzt wieder dran beißen. Ja, es bringt nicht so viel. Ja gut, setzen wir einfach 1000 Mal zur Schneider ein. Es ist alles dumme bei Käfer-Pokémon, die können halt meistens nicht mehr. Aber das Gute ist auch daran, sie sind eigentlich relativ gut geschützt, außer es geht halt um Feuer, Boden, Gestein, all das halt. Ich kann mich noch erinnern, beim allerersten Pokémon-Let's Play, was ich auf meinem Handy gemacht habe, habe ich sogar die Trainerkämpfe mal rausgeschnitten. Also die gegen die ganz normalen Trainer. Weil ich wollte nämlich die Videogröße möglichst klein halten. So, jetzt sind wir schon auf Level 12. Meine Güte, das geht schnell. 2 Level in einem Part. Gefällt mir. So, bei Voltoball müssen wir vorsichtig sein. Es hat nämlich die unangenehme Eigenschaft zu explodieren, wenn es will. Daher ist Vorsicht geboten. Okay, es lädt sich auf, also Spezialverteidigung wird dadurch gestiegen. Oder steigt dadurch, was eigentlich jetzt nicht so von großartiger Bedeutung ist, denn wir greifen nämlich physisch an. Daher. Sorry, Voltoball. Das ist auch nicht so cool. Ultraschall ist keine so coole Attacke. Das sei mal so vorgemerkt. Was willst du mit Ladevorgang bezwecken? Dass du vor Nachtnebel geschützt bist? Also, auch wird zurückgerufen. Scheiße, jetzt gehen da die ganzen Erfahrungspunkte wieder verloren. Ja, Pech halt. Wir müssen natürlich Endman in den Kampf schicken, anders geht das nicht. So, dieses Mal auf Level 9. Ist nicht viel besser, wenn ihr mich fragt. Ja, übrigens, Entschuldigung, es geht etwas schief. Das ist sehr doof. Glaubt mir, ich weiß das. Das ist euch nicht so gefällt. Oh Gott, ja. Aktuell muss man sich da noch sehr voranarbeiten, weil es einfach nicht anders geht.
Ja, sorry Leute, ich wollte gerade was versuchen, was wegzupusten vom Bildschirm. Hat aber nicht so ganz geklappt, ist jetzt auch egal. Wer wird wohl diesen Ausdauerkampf überleben? Ich weiß nicht. Nur so wenig. Okay, jetzt kommt nochmal Voltoball. Oh, Mist. Mal schauen, wenn es nicht gleich Ultraschall wieder einsetzt. Oh, dann muss man wirklich drüber fahren, damit das sich dann etwas entferne. Okay, hat offensichtlich nichts gebracht, das so eins ist. Achso, wir haben unser Gehalt, stimmt ja. Theoretisch, das Ding müsste eigentlich nur einmal was anderes einsetzen als Ultraschall und wir sind gerettet. So, das killt uns nicht gleich. Aber fast. Aber die Attacke geht leider daneben. Scheiße. Okay, ich fürchte, wir müssen wieder austauschen, weil so kann ich das Pokémon natürlich nicht gefährden. Es geht um die Gesundheit eines ganzen Lebewesens. Also daher bin ich jetzt, fühle ich mich praktisch gezwungen, das Ganze auszuwechseln. Man muss mal wissen, wann gut ist. So, das hat natürlich keine Wirkung, weil es eine verdammte Normalattacke ist. Ja, wir müssen geschwind nochmal ans Tageslicht, weil es muss was gekauft werden. So, der Julian ruft an, also nicht der Julian, der Play. Also hier können wir Bilder erstellen. Hör mal rein, Spitzer, herzlich willkommen. Möchtest du irgendwelche Erinnerungsfotos? Ja, Uniform von Team Rocket. Na komm, ins Geschäft. Als ob das cool wäre. Meine Güte, sehen wir schlecht aus. Die Welt gehört mir allein. Ja, super. Dein nihilistischer Ader. Dein nihilistischer Ader. Perfekt. Natürlich machen wir das jetzt nur zum ersten Mal hier so zur Demonstration. Du kannst auf jedem Computer ansehen. Das ist sogar noch kostenlos. Das ist sehr spendabel. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr nach Fotos sucht. So, da steht bis hierher und nicht weiter. Will man hier etwas verheimlichen? Ich meine, es ist ja die größte Stadt. Es ist auch also eine richtige Medienmetropole. So, erstmal sind hier Gelenke ausrenken. Aber nicht auskugeln, weil das ist schmerzhaft. So, ich nehme mal an, dass das das Einkaufszentrum ist. Ja, da hatte ich recht. So, wir kommen im Kaufhaus von Ducatia City. Was wirklich nicht zu klein ist. So, dann kaufen wir mal. Hier können wir Bälle kaufen. Es gibt schon Hyperbälle. Interessant. Haben wir natürlich kein Geld für. Ja, da kann man wirklich alles kaufen, was das Herz so begehrt. So, Tränke könnten wir gut gebrauchen. Da kaufe ich mir wieder mal 10 Stück. Mehr Geld haben wir auch nicht. Wir müssen ein bisschen sorgsam mit unserem Geld umgehen. Ja, würde ich mal sagen, Leute, ich beende den Part und im nächsten Part gehen wir nochmal in den Untergrund runter. Das wird sehr cool werden. Bis zum nächsten Mal und ciao.